Ho, ho, ho zusammen, hier ist wieder Ben und ich habe ein paar Tricks gesehen. Diese könnt ihr ganz leicht machen, einmal kurz aufpassen, dann lasst es krachen. Horst Günther hat mir auf Facebook geschrieben, Tachchen Ben, ich würde mich sehr über einen Trick für Ilaoi freuen, grinse Smiley. Den sollst du natürlich bekommen und dir auch erstmal alles Gute zu Weihnachten von mir. Ich will mich hier auf ihren E und ihren Ultimate fokussieren. Mit Seelenprüfung reißt ihr einen Geist aus dem gegnerischen Champion heraus und könnt diesen auch angreifen, um Schaden an Champion zu verursachen. Und ihr Ultimate Erschütternde Glaube spawnt jeweils ein Tentakel für jeden Gegner, der getroffen wurde. Und der größte Schaden, den Ilaoi verursacht, ist halt von ihren Tentakeln. Und da ist es natürlich am besten, wenn ihr so viele Tentakel wie möglich spawnen könnt. Deswegen solltet ihr immer schön nah an einen Gegner ranlaufen und dann euren E benutzen. Dann wird der Geist und der Champion sofort neben euch stehen und ihr könnt euren Ultimate sofort danach benutzen. Was viele nämlich nicht unbedingt wissen, ist, dass ihr auch eine weitere Tentakel für den Geist des gegnerischen Champions spawnt. Dadurch habt ihr statt einer Tentakel sogar zwei und könnt danach euren W benutzen, damit die Tentakel auch diesen Gegner dann sofort angreifen. Wenn diese Tentakel den Geist und den Champion natürlich treffen, habt ihr den höchstmöglichen Schaden, den ihr verursachen könnt. Das solltet ihr euch merken, wenn ihr in ein 1 gegen 1 kommt oder sowas, dann könnt ihr damit den höchstmöglichen Schaden verursachen, wenn ihr zuerst denn halt die Seele eures Ziels herausreißt. Ich hoffe, der Trick hat dir geholfen und wenn auch ihr noch was von mir zu Weihnachten geschenkt haben wollt, dann schreibt einen Vorschlag, entweder hier in die Kommentare bei YouTube, bei Facebook und bei Twitter ist das natürlich auch erlaubt, da würde ich mich auch sehr freuen, euch dort zu sehen, da erfahrt ihr auch alles Neueste, was hier gerade auf diesem Channel abgeht. Hab nebenbei auch noch so ein kleines Projekt, was ich heute dann hoffentlich zu Ende bringe, nachdem ich ein paar Probleme damit hatte. Aber ich denke mal, dass ich diese gelöst habe und dann freue ich mich auf jeden Fall auf euer Feedback gegenüber dem neuen Projekt. Ansonsten bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, als euch noch eine schöne Weihnachtszeit zu wünschen. Und wir sehen uns dann morgen zum 15. Türchen. Haut rein!